Am Montag um 21.30 Uhr bekam die Polizei einen Anruf, denn es wurden Schüsse vernommen. Scheinbar soll ein Mann einen anderen Mann mit einem Kopfschuss gezielt getötet haben und das im Nobelbezirk Döbling. Im 19. Bezirk soll es, man weiß noch nicht, was das Motiv dafür ist, die beiden sind dort in einem Innenhof auf jeden Fall aufeinander getroffen und dann kam es zum Mord. Inwieweit Opfer und Täter einander kannten, in welche Beziehung die beiden zueinander standen, das ist bis jetzt noch unklar. Man weiß nur, es handelt sich um zwei Männer, beide österreichische Staatsbürger. Ein Großaufgebot an Polizei gab es dann. Sowohl die COPA als auch die WEGA sind ausgerückt und Döbling wurde flächenmäßig, großflächig abgesperrt. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Der Täter wurde noch nicht gefasst, er ist bis dato noch flüchtig.